Ja, und ein Freund, der sorgt für besonders viel Gesprächsstoff aktuell in den letzten Wochen, Monaten, ja, Jahren. Es ist der grosse Schlittschuhclub Bern, der einfach nicht mehr zur Ruhe kommt und jetzt einen neuen Anlauf nimmt, um wieder an die vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen. Es dreht sich heute alles um den SC Bern. Und Gast ist der Boss vom SC Bern. Ja, er, der wieder der Chef ist, der Marc Lüthi. Herzlich willkommen. Marc, eigentlich habe ich ja gedacht, ist das wirklich die Abschiedszeremonie gewesen vor gutem Jahr, wo du auf dem Eis gestanden bist in der PostFinance-Arena und dein Name unter dem Hallendach verewigt worden ist. Der Dank für deine 24 Jahre und 2022 hat man gedacht, ja, ist das Enddatum. Und dein Nachfolger auf operativer Stufe, der Reto Raffainer, ja, hat dich da geehrt und das Publikum hat dich gefeiert an diesem Tag. Und ich mag mich noch gut erinnern, als wir uns dort in dieser Zeit getroffen haben, wo du mir gesagt hast, wie froh dass du bist, dass du jetzt auch kürzer treten kannst und dass du die Pausen auch brauchst. Zu diesem Zeitpunkt, ja, ist das für dich der richtige Entscheid gewesen? Ja, die Pause habe ich gebraucht, die Pause hat gut getan. Sie hat noch ein bisschen länger können gehen, wenn es rein nur nach mir gegangen wäre. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Funktion als Präsident und mit den zwei, drei Projekten, die ich noch hatte. Das erste Mal in meinem Leben einen 9-to-5-Job und es war eigentlich alles gut. Mhm. Aber dann hat halt die Situation gefordert, dass man Massnahmen treffen musste und die haben wir getroffen. Und am Schluss war ich wieder da gewesen. Und am Anfang mit weniger Freude, heute wieder mit sehr viel Freude. Und die Energie, die ist wieder so da wie vorher? Ja. Ja. Und das ist ja das genau auch, was dann die wieder in den Verein reinbringt wahrscheinlich auch, oder? Weil du kannst doch der SCB gar nicht loslassen, wenn du bei 100% Energie bist. Ja, mal. Irgendwo schon. Hätte ich können, in einer anderen Funktion. Aber es hat nicht sollen sein, sagen wir es mal so. Und jetzt mache ich es wieder. Ich habe sicher klar und deutlich gesagt, es gibt nicht Version 1.0 vom Lüthi zurück, sondern es gibt eine Version 2.0. Die ist ein bisschen anders, die funktioniert ein bisschen anders. Das konnte ich mir alles jetzt so parat machen mit dem Pascal Signer als COO und mit dem Martin Blüss als kommenden CSO. Habe ich zwei junge Männer, der eine blutjung und der andere etwas jünger, in Funktionen, wo sie Verantwortung übernehmen, wo sie können etwas bewegen können, insbesondere der Blüsi. Ich glaube, meine Zeit ist vorbei, wo ich mich um den Sport gekümmert habe. Meine Zeit ist vorbei, wo die Jungs mussten die Tribüne putzen oder nach einem Rappi-Spiel noch mal auf die Eis. Das wollte ich heute nicht mehr entscheiden. Irgendwo habe ich mal gelesen, ich habe nicht begriffen, wie das heutige Hockey funktioniert. Ja, das kann man sagen. Aber ich habe es schon begriffen. Aber es braucht jetzt Leute, die noch etwas näher dran sind, die noch etwas mehr verstehen und, oder deutlich mehr verstehen wie eine Blüsi. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir jetzt müssen gehen müssen. Ja, im sportlichen Bereich und das irgendwie im kommerziellen operativen Bereich und ja, ich hoffe, es kommt gut. Ja, und gleich ist es natürlich eine grosse Überraschung gewesen auch, wo da die Entscheidungen kommuniziert worden sind, dass eben der Reto Raffainer freigestellt wird als CEO und der Marc Lüthi operativ wieder übernimmt. Wir haben uns Experten, den MySports-Experten Timo Helbling, gefragt, wie das bei ihm angekommen ist. Marc Lüthi hat sich jetzt entschieden, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass er wieder kommen muss. Und ich glaube, er hat alles Recht, das so zu entscheiden. Und ich glaube, er hat auch den Track Record, wo man kann sagen, er hat es bewiesen in der Vergangenheit. Er hat den Club gross gemacht und das gibt es auch in der Wirtschaft bei anderen Unternehmen, dass das ab und zu passiert. Und ich glaube und ich wünsche dem SCB, dass sie wieder zurückkommen zu dem SCB, wo man sich damit identifizieren kann, wo die Leute Freude haben und wo das SCB Eishockey spielen, wo die Schweiz braucht und sehr wichtig ist für Schweizer Eishockey. Das ist genau das, oder? Ihr müsst da hin. Ja. Wir müssen zurück zu den SCB-Tugenden, wir müssen zurück zu dem, was uns stark gemacht hat. Selbstverständlich in der Kombination mit einem modernen Eishockey. Aber wir sind ein Club, der halt ein bisschen mehr Arbeit, bauernmässig ausgerichtet ist. Wir sind keine schönen Geister, wir sind hemdsärmelig. Auf dem Eis, neben dem Eis. Und das soll so sein und hat uns gross gemacht. Und wir müssen auf das Geld schauen, haben aber durch die grosse Fanbasis und Sponsorenbasis Möglichkeiten.
Aber es ist ja so, wir sind ein bisschen mehr Arbeit, bauernmässig, KMU-mässig unterwegs als andere. Und das ist gut so und das müssen wir auch vom Eis wieder tun. Aber es hat überall gebröckelt, auch bei der Fanbasis. Wenn ihr so 13'000 Saisonabonnemente hatte, jetzt habt ihr irgendwie 12'000 und etwas gefeiert eigentlich. Ja, jetzt haben wir 12'000 erreicht. Es gibt ein paar Steps, die wir erreichen und wir sind immer unterwegs. Und, ich bin überzeugt, dass es je nachdem, wie wir anfangen, nachher entsprechend besser oder stagnierend wird sein. Ich bin im Moment positiv gestimmt. Aber das ist mir im Sommer eigentlich meistens. Da haben wir noch nie gewonnen, aber auch noch nie verloren. Aber ich glaube, wir haben jetzt in vielen Funktionen die richtigen Leute.